Ja, hallo, Michael Kotzo hier, der Rucksackunternehmer. Und heute, das ist so geil, ich habe das Creator Studio von Facebook für mich entdeckt. Das gibt es schon ein bisschen länger, aber manchmal steht man auf dem Schlauch und ich habe das schon kräftig benutzt für Facebook. Die letzte Woche aber erst. Und jetzt benutze ich das sogar für Instagram und du kannst mit diesem Creator Studio deine Instagram-Post automatisieren und auch deine Facebook-Postings. Aber heute geht es um Instagram. Und wie kommst du dorthin? Ich glaube, der einfachste Weg ist, wenn das deine Fanpage ist, du machst einen Beitrag und gehst hier drauf und dann auf Beitragsoption. Und dann kannst du das Creator Studio öffnen und dann kommst du hierhin, beziehungsweise dann meistens höchstwahrscheinlich auf Facebook. Und aber wir gehen ja heute Instagram. Facebook mache ich auch noch ein Video. Du siehst hier einmal ja so diese Übersicht, wie es so bei vielen Tools ist. Hier siehst du alle meine Postings. Und wenn man hier draufklickt, kann man das sortieren nach alle veröffentlicht, geplant, Entwurf und Archiv und so. Du kannst es natürlich auch noch nach Tage sortieren, die letzten 7 Tage und so. Oder suchen. Du kannst aber, das sind jetzt alle Inhalte, du kannst aber auch nur Videos suchen, so wie hier bei mir. Du siehst hier, das letzte Video ist echt schon lange, dass ich es hochgeladen habe. 752 gefällt mir und ein paar Kommentare. Fotos kannst du natürlich sortieren. Karussell wusste ich jetzt gar nicht, dass ich das. Das sind da mehrere Fotos höchstwahrscheinlich. Stories, die ich heute gepostet habe. Und IGTV. Und alles von Facebook. Du brauchst nicht einen Cent ausgeben. Das ist doch cool, oder? Leute, die Geld haben, geben nicht sehr viel Geld aus für Tools. Und die wollen es immer günstig haben. Und gut. Und das ist gut. Wir erstellen jetzt einfach mal einen Beitrag. Beitrag erstellen. Dann können wir aussuchen, ob wir Instagram-Feed, also die normalen Fotos hochladen oder IGTV. Story geht nicht. Story macht aber auch, glaube ich, Sinn, so ein bisschen am Handy zu machen. Aber wenn ich jetzt auf Feed gehe, kommt jetzt einfach ganz normal. Ich kann einen Beitrag schreiben. Hallo. Instagram, bla bla bla, keine Ahnung. Ist jetzt nicht schlimm. Du verstehst, was ich meine. Dann Hashtag Geld und dann bekomme ich 5 Vorschläge. Ich kann zum Beispiel Geld nehmen. Ich kann also Hashtag sofort einfügen und bekomme auch die Hashtags sofort von. Und du siehst das Blau, dass das Hashtag angenommen ist. Zum Beispiel jetzt Geld verdienen. Sagt er auch sofort Geld verdienen online. Geld verdienen im Internet oder Geld verdienen von zu Hause. Das kann ich natürlich dann nochmal machen mit Erfolg. Erfolgreich. Erfolg, kein Glück, bla bla bla. Erfolgsmensch. Kann ich sofort aussuchen. Ich sehe sofort hier vorne 27 Hashtags habe ich noch frei von 30. Ich kann 30 Leute erwähnen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das mache ich jetzt mal. Muss ich halt ein Ad. Und dann sehe ich sofort Leute, denen ich folge oder so weiter. Den Sebastian Glöckner, den Udemy-Coach, hey, den folge ich natürlich. Den könnte ich jetzt hier markieren. Wie cool ist das? Ich kann natürlich einen Standort dazu wählen. Und sage einfach mal, hey, Standort möchte ich Berlin. Okay, Berlin-Alexanderplatz ist der Standort. Da, also bei vielen Tools, ich habe schon viele externe Tools getestet, da kann man manchmal keinen Standort. Und auch Leute markieren ist da sehr, sehr schwierig. Aber so wie es jetzt aussieht, nimmt er auch die Leute, mit denen ich halt in Interaktion war. Ich gebe jetzt einfach mal hier Inhalt dazu. Von der Facebook-Seite kann ich Inhalt nehmen oder was hochladen. Wir nehmen einfach mal etwas. Was haben wir denn hier Schönes? Nehmen wir das als Test. Und dann hätten wir das Foto. Wir können das sogar bearbeiten und beschneiden. Wir haben dann hier dieses Viereck. Wir können es breit machen. Wir können natürlich dann auch hin und her. Oder wir können auch dann Hochkant. Dieses Hochkant ist natürlich immer relativ gut, weil natürlich du hast viel mehr Platz im Bildschirm und so. Und das kannst du alles hier und dann, weil wir wollen das wieder, wir speichern das und wir gehen auf Abbrechen. Und jetzt gehen wir einfach veröffentlichen. Ich bin
bin so nervös. Wir können einfach nach veröffentlichen. Aber wir können auch noch mal was reinmachen. Wir machen noch ein, Herzchen rein und hinter Hallo, keine Ahnung, gehen wir auch noch mal hin und gehen da kurz mal hin. Und machen ein Geschenk hin oder so. Ja, das sieht ja shit aus. Schreiben wir Instagram auch richtig. Und dann veröffentlichen. Und ich habe das gemacht und habe auf mein Handy geschaut und es war sofort online. Das Coole ist aber jetzt, wir gehen einfach auf Planen. Erstmal Entwurf, wir können Entwurf speichern. Das heißt, ich werde jetzt mich sonntags hinsetzen für die ganze Woche vorplanen. Aber vielleicht habe ich auch irgendwann mal so eine kreative Phase, dass ich einfach 30 Postings mache und die als Entwurf speichern. Du siehst die Entwurf speichern, aber ich kann auch den Zeitplan eingeben und ich sage einfach, hey, morgen ist Sonntag und ich möchte das aber europäische Zeit, also das ist schon mal ganz cool und ich möchte das halt immer dann, sonntags möchte ich es um 12 Uhr haben, weil ich ja auch um die Welt reise, ist es noch besser. Und in der Woche will ich das vielleicht dann halt immer um 16.37 Uhr haben, weil meine Follower dann online sind. Und dann mache ich den Zeitplan und dann wird es veröffentlicht. Und das war's schon. Das ist so cool. Und wir haben noch mehr. Ja, das verwerfen wir jetzt mal. Wir wollen es ja nicht veröffentlichen. Das sind diese IG-Sachen. Und dann, wir können die Insights angucken. Wir können unser Konto auswählen. Und ich habe lange auf Instagram nichts gemacht. Du siehst es an die Handlungen. Weil es hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Auch diese Tools, die können nicht alles. Du kannst nicht immer markieren, Hashtags und so. Jetzt geht das wieder. Jetzt macht das mir wieder Spaß. Und ich kann auch die Zielgruppe raussuchen. Wie geil ist das? Und das alles von Facebook. Ich kann auch nochmal IGTV. Lädst du einfach ein Video hoch. Gibst den Titel ein, eine Beschreibung. Du kannst sogar ein Titelbild und du kannst es dann im Feed teilen. Und auf Facebook kannst du es auch gleichzeitig teilen. Also auf meiner Fanpage. Das macht einfach Spaß, dieses Tool. Und das ist gratis. Nutzt es. Nutzt es. Warum irgendwie 10, 20 oder so Euros im Monat bezahlen oder 80 Euro im Jahr, wenn du etwas so Cooles haben kannst. Und das Einzige, was jetzt vielleicht ein bisschen doof wäre, wäre dieses geplant. Jetzt wäre natürlich cool, wenn es hier eine Kalenderansicht geben würde. Und du siehst, ich habe noch nichts geplant, ich werde das morgen machen. Morgen für die nächsten 7 Tage die Postings, also 7 Bilder fertig machen. Aber was ich schade finde, ist, dass es jetzt nicht so ein Kalender ist, ne? Sondern du kriegst halt die Ansicht so wie hier auch. Kannst natürlich Datum gucken, dann halt 1., 2., 3., 4., 5. oder so. Aber wäre natürlich cool, wenn das eine Kalenderansicht wäre und du siehst dann halt genau überall, wo du ein Posting schon hast, an welchem Wochentag. Vielleicht kommt das ja nochmal, aber ich finde es schon sehr, sehr cool. Und so wie es aussieht, du kannst ja wohl mehrere Instagram-Konten mit pflegen. Ich mache jetzt erstmal nur eins und das war's von mir für diesem Video. Ja, ich habe heute schon ein paar Videos hier aufgenommen für mein JetSet Affiliate-System, auch für meine Mastermind. Ich habe ja eine Mastermind rund um das Thema Affiliate-Marketing. Die geht ein Jahr lang und da bringe ich dir halt ein Jahr lang 52 Wochen Affiliate-Marketing bei. Schreib mir einfach auf Instagram oder auf Facebook, wenn du daran Interesse hast. Oder ich plane jetzt eine Online-Marketing-Mastermind. Da geht es dann wirklich um E-Mail-Marketing, Sales-Funnel und. Wenn du dein eigenes Produkt machen möchtest, deinen eigenen Videokurs oder so. Das wird fantastisch. Einen lieben Gruß. Ciao.